Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Radsportfreunde, herzlich willkommen hier bei der zweiten Etappe der Tour de France im Radsportmanager 2016. Wir wollen uns heute über drei Bergetappen und eine Sprintetappe ins Ziel, was eine Hügelankunft ist, reinprügeln und wir zählen da durchaus zu den Favoriten mit unserem Fahrer Valverde. So, nichtsdestotrotz haben wir zwei Sprinter im Team und es gibt einen Zwischensprint und ich würde die ganz gern mal ausstatten, damit die Sprints fahren können. Jetzt habe ich das dummerweise natürlich. Ich habe heute ein Talent. Ich habe heute ein richtiges Talent. So, Strategie. Ich habe schon alles umgebaut und trotzdem ist alles hier wieder so, wie es war. Warum, weshalb, ihr versteht es gerade gar nicht, ne, was ich euch hier erzählen will. Liegt daran, es ist mir gerade abgestürzt, das Spiel. Mit einem Laden von der Etappe ist es mir abgeschmiert. So habe ich es zusammengestellt und Valverde, wie gesagt, ist heute der Mann der Stunde, der es praktisch reisen soll, aber wir können nicht einstellen, fahr auf Gesamtsieg, geht nicht. Der hier kann aber auf einen Zwischensprint fahren, so ist zumindest angedacht und wir starten mal rein hier in das 3D-Rennen. Ja, ich habe gerade erzählt, ich hoffe, ich habe mit den Grafikeinstellungen, die habe ich jetzt ein bisschen verstellen müssen hier. Ich rendere das jetzt ein bisschen anders. Die Aufnahmesoftware hat sich blöderweise geändert. Ich konnte ihn nicht mehr einstellen wie früher, also bevor mein Virus-Crash kam. Und ich kämpfe hier immer noch mit den Einstellungen. Ich hatte die letzten Tage in der privaten, also in dieser Pro-Karriere, ein Part vom Radsportmanager, der war 15 GB groß. Den musste ich erst nochmal kleinschreddern. Und ja, heute habe ich Project Cars aufgenommen. Und tja, sieht auch stark danach aus, dass ich das nochmal durch ein anderes Programm laufen lassen muss, weil 7,8 GB sind ein bisschen viel für ein halbstündiges Video. Jetzt hoffe ich, dass mit der neuen Einstellung wenigstens diese Folge hier einigermaßen okay geht von der Größe her. So, außerdem hoffen wir natürlich, dass es nicht wieder abstürzt. Wäre dumm, wollen wir nicht. Ja, was haben wir vor hier auf dieser Etappe, vorausgesetzt die lädt? Wir haben vor, dass wir hier ein bisschen ausreißen, eventuell mit einem Fahrer, der einen guten Hügelwert hat, einen guten Ausreißerwert hat und vielleicht die drei Bergwertungen gewinnen. Dann versuchen wir mit unserem Team die Ausreißer langsam wieder einzufangen, dass wir beim Zwischensprint einen schönen Sprint abhalten können. Und dann versuchen wir mit Valverde natürlich die Zielankunft zu gewinnen oder mit Valverde und im Schlepptau der gute Kollege, wie heißt er denn, Quintana. Leider haben wir ja auf dieser Tour auch schon einen der Favoriten mit Chris Froome verloren. Finde ich persönlich deshalb schade, weil das war mein ausgepickter Gegner. Ich habe gedacht, gegen den können wir wunderbar battlen bis zum Ende. Aber können wir nicht. So, wir machen Pause. Das Ziel liegt in der Nähe von Cherbourg. Die 182 Kilometer lange Strecke bleibt immer unter 200 Höhenmetern, ist aber nichts für Sprinter. Ganz sicher wird heute ein Puncheur gewinnen, denn auf den letzten Kilometern gibt es kurze, steile Anstiege. Erst kommt der Ich glaube, das hier ist der Mann der Tat heute. Den lassen wir mal vorfahren und wenn möglich ausreißen. Ich hoffe, das gelingt uns. So, Rojas, der soll Position halten. Ach, die stehen auf automatisch, deshalb haben wir hier so Probleme. So, Rojas soll geschützt werden von dem hier. Das ist aber auch echt hier, das ist mittleres Drama. So, den soll er schützen. Er hier ist auch super, was Hügel angeht. Wen wollen wir ausreißen lassen? Also wir schicken den erstmal vor. Ja, vorschicken ist immer eine gute Möglichkeit. Immer erstmal ein paar Fahrer nach vorne schicken. Der kann sich auch mal ein bisschen weiter vorne einordnen. Der kann auch mal weiter nach vorne kommen. So, Quintana muss auf jeden Fall weiter nach vorne kommen.
Wir brauchen noch einen, der Quintana schützt. Wen hätten wir da? Ich bin gerade am Überlegen. Wahrscheinlich den hier, der gerade Ausreißversuche machen soll. Du schützt mal Quintana. So. Oh, das ist farblich unterschiedlich. Dass wir sehen, wer hier wen schützt. Das finde ich sehr, sehr gut. Also hier haben schon einige Verbesserungen drin. So ist es nicht. So ist es nicht. Ja, es ist nicht so, dass das hier alles ein Drama ist in dem Spiel. Um Gottes Willen. Macht manchmal so den Eindruck, dass die überhaupt nichts geändert hätten. Oh, 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 es ruckelt. Bitte bleib stabil. Bitte nix, Crash, kaputt oder so. So, wir fahren ran. Irgendwann muss jetzt mal einen Start geben. Dann hoffe ich, dass die Kamera in die richtige Position fährt. Und sie tut es. Sehr schön. So, Valverde kann rausnehmen. Dann kommen die hier vor. Quintana kann rausnehmen. So, der andere nimmt ja automatisch mit raus, wenn Quintana rausnimmt. So, hier haben wir Betancourt. Betancourt kann... Was machen wir mit dem? Ich bin echt überfragt. Ich weiß nicht, wen wir attackieren lassen sollen. Pause! Da attackiert einer. Moreno Moser geht zum Gegenangriff über. Wir versuchen, dem mal hinterher zu springen. Ich hoffe, das funktioniert. So, du sollst keine Führungsarbeit machen, please. Wo sind denn alle unsere Fahrer? So, der hängt sich da jetzt hoffentlich hinten dran. Sieht gut aus. Der Vorsprung beträgt schon etwas mehr als eine Minute. Einige Teammanager sind mit dem Ausreißversuch alles andere als einverstanden. Die Tempoerhöhung im Hauptfeld deutet zumindest auf... So, ich glaube, wir haben es. Wir haben alle vorne und die haben alle die Aufgaben und Positionen, die sie haben sollen. Ich zoome gerade mal durch. Gott, sind das viele Fahrer. Ne, hier hinten haben wir noch Rojas und... Den müssen wir mal ein bisschen nach vorne schicken, den Rojas. Ohne Scheiß jetzt. Der ist mir ein bisschen zu weit hinten. Wo sind wir denn? Der wird abgehangen. Hallo. Hallo? Was macht er denn? Wieso lässt er sich abhängen? Oh Gott, ey, wenn du nicht überall guckst, ja, wenn du nicht überall guckst. Ah, die Lücke wird größer. Jetzt beträgt der Abstand mehr als 2 Minuten. Das so, Vater, please, wieder rein. Von dem Ausreißversuch. Das Tempo so, wir machen mit verlangsamt. Führungsarbeit mit 65. So, ich hoffe, das wertschätzen die und machen mit. Alles gut? Alles gut. Ich hoffe es zumindest, dass alles gut ist. Dann funktioniert es hier vorne. So, Pause. Ich bin total überfordert. Jetzt macht hier hinten Führungsarbeit der Rojas. Das ist natürlich auch genial. Der soll natürlich die Position halten und sich dann nicht verausgaben. Ja, das ist Tanzen auf 1000 Hochzeiten. Das ist immer spannend. Das ist immer super spannend. So, da haben wir Betancourt. Ja, Valverde. Valverde müsste geschützt werden. Wird er aber nicht. Wer schützt denn hier wen? Der hier schützt Quintana. Der hier wird geschützt von dem hier. Wer schützt Valverde? Nicht ich ein... Okay, jetzt schützt Mallory Valverde. So, dann können wir die hier hinten, die können wir mal rollen lassen. Das sieht aber wirklich nach einem ganz bösen Sturz aus. Schade, ich glaube nicht, dass er das Rennen fortsetzen kann. Im Peloton kam es zu einem Massensturz. Einige Fahrer sitzen nicht mehr im Sattel. Und da hören sie alle auf, Führungsarbeit leisten zu wollen, weil es hinten einen Sturz gab, oder wie? So,
So, wir versuchen uns mal ein bisschen zu erholen. Gerade hat er sich seine Startnummer vom Trikot nehmen lassen. Das war's dann wohl für ihn. 3 Kilometer gibt's eine Bergwertung. Deshalb fahren die vermutlich langsamer. In der Spitzengruppe gibt es einen Vorstoß. So, in 2 Kilometer kommt die Bergwertung. Ich sag mal hier. Es geht denn ab hier? Wir wollen auch mal was abhaben, so ist es nicht. Hallo, Position halten. Dieses doppelte Gedöns da, was sie irgendwann mal eingeführt haben, ist immer noch so blöd, wie es damals war. Dass man darauf nicht verzichtet, verstehe ich nicht. Ein total blödes System. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber wir müssen mal ein bisschen Energie tanken. Das Hauptfeld ist nun deutlich langsamer geworden. Von den Mannschaften, die Fahrer in der Ausreißergruppe haben, ist naturgemäß keine Initiative zu erwarten. Die überlassen das lieber den anderen Teams. So, wir haben Erfolg freigeschaltet. Hervorragend. Es wäre schick, wenn der sich mal ein bisschen erholen könnte da vorne, aber die wollen das nicht, dass der sich erholt. So, weit, weit, weit zurück sind unsere Fahrer, die hier im Hauptfeld fahren. So, der hier schützt Quintana. Quintana ist auch noch in recht guter Form. Läuft alles. Der fängt mal an, sich ein bisschen zu erholen da hinten vorne. So langsam aber sicher erholt er sich. Huh, was eine Etappe, was eine Etappe, was eine Etappe. So, wir lassen mal ein bisschen flotter laufen. Sonst sind wir hier 20 Jahrzehnte beschäftigt oder so. Es ist aber zu viel. Er hat einen Puls, der einfach zu hoch ist. Wir müssen uns langsam erholen hier vorne. Wollen wir da ein paar keine Führungsarbeit machen? Jetzt wird er wieder hin und her und jetzt wurde ich wieder nach vorne geschickt. Das fällt näher heran. Nicht alle Mannschaften sind mit dem Ausreißversuch einverstanden. Das Hauptfeld hat das Tempo beträchtlich angezogen. So, wir müssen uns erholen und deshalb drehe ich einfach runter. Ja, ich meine. Was soll ich machen anders? So, in 3 Kilometern geht's wieder rund. Ja, super. Angriff von Moreno Moser. Wieso greifen die jetzt an? Wieso greifen die 1 Kilometer vom Ding volle Kanne an? Ey, ich verstehe das nicht. Das ist wo nehmen die Kraft denn her, bitte? Und jetzt fällt er auch noch vom Fahrrad. Mein Gott, was kann der denn überhaupt? Der kann nicht gewinnen, der kann nicht führen, der kann nicht vorfahren und er legt sich noch auf die Fresse, ey. Da fällt mir nichts mehr ein. So, jetzt komm, dann erhol dich wenigstens mal. Macht keinen Sinn mehr, hier zu kämpfen. Das ist echt, da fällt mir nichts mehr ein zu. Da fällt mir echt nichts mehr ein zu. Das Tempo des Feldes ist jetzt wirklich am Anschlag. Das ist ein Hügelfahrer-Ausreißer. Hat keine Chance, so ein Hügelchen da zu gewinnen. Verausgabt sich völlig, ist total am Ende und fällt vom Fahrrad. Fällt dir nichts mehr ein zu, echt nicht. Was die da treiben, ist mir wurscht. So, wir kümmern uns um die Fahrer, die noch was gewinnen können. Es kommt wohl nicht zum Sprint, wie es aussieht. Der Sprint wären 40 Kilometer. Wir sind 5 Minuten weg von denen. Ich glaube nicht, dass es da zu einem richtigen Sprint kommt. Wir müssen allerdings mal gucken.
dem Fahrer ist gestürzt. Alter, wo haben wir es denn? Hier. Es sieht so aus, als müsse er das Rennen beenden. Hinten im Feld fallen einige Fahrer zurück. Oh, da gibt es noch ganz schön viele Punkte. Kein guter Zeitpunkt für einen Einbruch. Na, siebter werden, gibt es 9 Punkte. Aber es sieht wohl so aus, als sei alles glimpflich verlaufen. Ein Fahrer gibt auf. Wer ist gestürzt? Wieso haben wir nichts mehr zu trinken? Jetzt doch noch. Das Feld scheint aufgewacht zu sein und macht jetzt ordentlich Boden gut. Unterschiedliche Mannschaften beteiligen sich jetzt an der Tempoarbeit im Feld. Offenbar sind sie in der Ausreißergruppe nicht vertreten. Also, ja. Ich vergesse immer, dass wir hier das ganze Team managen. Das ganze Team steuern müssen. Und vergesse immer die Wasserversorgung. Also am besten wäre es gewesen, wenn sie die Flaschen, wenn sie leer sind, schwarz machen und wenn sie voll sind, blau machen. Ja, stattdessen hat man sie jetzt grau-blau gemacht. Jetzt siehst du wieder keinen Unterschied. Also ich weiß nicht, was den Entwicklern durch den Kopf geht, wenn die so Änderungen machen. Es klagen auf hohem Niveau, ich weiß, aber... Im Fahrerfeld richtig zur Sache. Aber allzu weit kann sich das Feld nicht mehr ausdehnen. Dann geht es nämlich richtig auseinander. Das war also die erste Hälfte des Rennens. So, in 16 Kilometern wird gesprintet. So, wir machen mal Pause. Wir gucken mal. Wir müssen mal schauen. Können wir die schon... Nee, können wir nicht. Der hier ist derjenige, der. Der fährt zu schnell. Langsam. Der soll ich mal daran hängen. Der soll ich mal daran hängen. Mal gucken, ob das Ganze funktioniert, was ich hier vorhab. Dass ich unsere Fahrer mal ein bisschen da an dem orientieren. Noch 10 Kilometer bis zum Sprint. Ich glaube, wir müssen direkt sprinten. Ich glaube, das wird nichts, was ich mir da vorgenommen habe. Ich glaube, das wird nichts, was ich mir da vorgenommen habe. Ich glaube, wir müssen direkt sprinten. Und ich glaube, dass dann Lobato, so heißt der, dass der dann da nicht wirklich mitsprinten wird. So, hier arbeiten einige Teams daran, diesen Vorsprung niedrig zu halten, dass man dann noch auf die Sprintpunkte gehen kann. Und da holen wir es auch ein. Den Moreno und den anderen. Moreno macht da nicht lang aufheben, der lässt sich direkt zurückfallen. So, der hier soll Position halten mit 75 Sachen im Feld. Für den finden wir noch Aufgaben, früher oder später. Jetzt hat Rojas heute auch noch einen Scheißtag. Jetzt kommt aber auch echt alles zusammen. Wir können dem schon zum Sprint folgen. Das ist hervorzüglich. Dieses doppelte blöde Befehlsmenü geht mir so auf den Zeiger, wirklich. So, fahren die da jetzt vorbei? Wäre eine coole Geschichte. Wir gehen mal kurzzeitig hoch. Wir pushen mal richtig rein. Ja, ihr seht schon, da sind einige dabei, die sprinten. Wir drücken die gerade mal so ein bisschen weg. So, ich glaube,
dass der Sprint relativ früh losgehen kann hier. Jetzt scheint man im Hauptfeld zu reagieren. Das Feld legt deutlich an Tempo zu. Einige Mannschaften sind wohl mit dem Fluchtversuch... Sag mal, ab wann kann ich denn hier sprinten? Hier ist ein Zwischensprint. Hallo. Ah, Moment. Das ist die Spitzengruppe, die noch 1,2 Kilometer weg ist. Wir sind 3,4 Kilometer weg. Okay. Da habe ich mich irritieren lassen. Ja, ich bin immer da unten am Gucken, weil das früher da unten war, das Gucken. Ja, es hört sich jetzt blöd an, wenn ich das so sage, aber das ist halt echt so. Das war früher da unten, das Gucken. Das ist jetzt auf der anderen Seite. Das ist total beknackt. So, Pause. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt sprinten. 1,4 Kilometer. Ich würde sagen, Rojas geben wir direkt mal einen Sprintbefehl. Und bei dem hier warten wir dann. Gott, war das ein schlechter Sprint. War das ein schlechter Sprint? Wer hat's denn gewonnen? Degenkolb und Cavendish. Die haben da vorne richtig rumgeholt. Haben wir überhaupt noch Punkte gekriegt? I don't know. So, der kann sich ausruhen. 75, hast deinen Job gemacht für heute. Ich danke dir. Wir nehmen raus. Alles gut. Wir gucken auf das Klassement. Ihn hat es jetzt aber ganz böse erwischt. Ich glaube nicht, dass er das Rennen fortsetzen kann. Hoffentlich ist die... Haben wir überhaupt irgendwas gekriegt da? 7 Punkte und 6 Punkte haben wir gekriegt. Ja, ich wollte gerade sagen, so schlecht waren wir doch gar nicht. Ist aber nirgends aufgetaucht. Bei diesem Tempo ist kaum mit einer ernsthaften Attacke zu rechnen. Das Feld rast ja förmlich davon. Im hinteren Teil des Feldes hat ein Fahrer das Handtuch geworfen. Hoffen wir, dass er die Schlappe wegsteckt. So, jetzt geht's geschmeidige 60 Kilometer Richtung Ziel. Ja, ich denke, man wird versuchen, hier die Ausreißer einzufangen. Moreno hat sich auch recht gut erholt. Erviti fängt langsam an zu blinken und erholt sich nicht ganz so gut. So, wir können eine ganze Zeit lang, können wir jetzt ein bisschen simulieren und können die mal ein bisschen fahren lassen. Ich denke, die letzten Kilometer werden da entsprechend aussagekräftiger. Ja, es will scheinbar keiner Führungsarbeit machen oder so. Zumindest kommt es mir so vor. Und streitet sich so ein bisschen. Vorne ist Verwirrung drin. Die Ausreißer behalten ihren Vorsprung. Was durchaus ein Problem darstellt, jetzt in meinen Augen. Man im Hauptfeld zu reagieren. Das Feld legt deutlich an Tempo zu. Einige Mannschaften... Wieso ist Betancourt so schlecht unterwegs? Nicht einverstanden. So, Betancourt fährt jetzt mal so ein bisschen nach vorne hier mit 80. Oh, Moment, wir haben nichts zu trinken. Also, warum? Sind Sie sich in der Spitzen- da blinkt nichts, du siehst nicht. Führen andere wiederum nicht. Jetzt wird angegriffen. Das haben Sie davon. Komm, jetzt versorgt den mal mit Wasser hier, damit das hier relativ schnell geht, bevor wir in die Zielankunft fahren. Das kann ja nicht sein hier. Jetzt sorgen einige Fahrer endlich mal. Hallo, versorgt den doch mal mit Wasser. Spitze. Danke. Jetzt kommt er wieder nicht vor. Jetzt werde ich wieder unter das Video geschrieben bekommen. Mein Gott, du heulst rum ohne Ende. Ja, das ist auch zum Aufregen hier. Wenn die Fahrer nicht das so umgesetzt kriegen, wie du das gerne hättest. Ich meine, was ist da dran so schwer? Dass man das so macht, dass man das auch richtig sieht, dass die kein Wasser mehr haben. Ich meine, die blinken, machen und tun. Und da gibt es einen Angriff von Swift. Die blinken, machen und tun und du denkst nur, warum? Und dann, oh scheiße, die haben gar kein Wasser mehr. Hallo?
drückt ja auf die Knöpfe, zählt auch nichts. So, Betancourt, Quintana ist vorne, Valverde ist vorne. Das ist gut, dass die vorne sind. So, Betancourt spannen wir jetzt mal ein. Der soll jetzt mal hier Führungsarbeit leisten. Dass wir da mal näher kommen. Das ist ja ein Drama, dass wir da nicht näher kommen. Unterschiedliche Mannschaften beteiligen sich jetzt an der Tempoarbeit im Feld. Offenbar sind sie in der Ausreißergruppe nicht vertreten. Wieso hilft ihm keiner? Keiner hat Interesse, dass wir die Ausreißer einholen, oder wie? So, sind noch 15 Kilometer. Wir haben jetzt nur noch 15 Kilometer bis zur Ziellinie. So, Valverde. Haben wir mal vorne positioniert. Brauchen wir einen Quintana. Können wir Quintana irgendwie an Valverde ranhängen? Ich habe nie so wirklich einen Eindruck, dass das funktioniert. Zwölf Kilometer bis ins Ziel. Wir machen hier Abenteuer pur. So, das ist eigentlich der richtige Schritt. Wer schützt Valverde? Mori. Mori ist tot. Dann soll Betancourt Valverde schützen noch ein bisschen. So lange möglich, so nach dem Motto. Das kommt aber jetzt wirklich zum schlechtesten Zeitpunkt. Eine Reifenpanne. Durch die Tempoverschärfung kann das Feld seinen Rückstand verringern. Jetzt gehen die aber richtig zur Sache. Immer dranbleiben. So, wir kommen nämlich jetzt auf die letzten Kilometer und das sind zwei Hügel. Und in den zwei Hügeln muss ich jetzt gucken, wie ich mit meinen Jungs das Ganze so plane, dass wir durchkommen. Und nicht nur, dass wir durchkommen, sondern dass wir auch energietechnisch durchkommen und das Ganze gewinnen. Also wir sollten uns hier nicht auspowern. Die Ausreißer haben ihren Versuch aufgegeben. Das Feld hat ihnen keine Chance gelassen. Die kommen nicht gut durch. So, Valverde fährt irgendwie schon seinen eigenen Stil. Jetzt kommt Albasini und Aru. Kann sich Valverde an den ranhängen? Zum jetzigen Zeitpunkt sind nur noch wenige Fahrer in der Lage, das von der Spitze vorgelegte Höllentempo mitzugehen. Das sieht gut aus. So, jetzt kommt Quintana und fährt nach vorne im Bergabstück. Es sind noch 5 Kilometer bis ins Ziel. Ich weiß nicht, ob das zu früh ist, wenn ich jetzt ein Energiegel nehme. Der Ziellinie. Die Fahrer haben soeben die 5000 Meter Marke passiert. So, jetzt kommt Leberg. 85, Freifahren, Energy Gel. 85, Freifahren, wieso hat der Energy Gel? Hab ich da jetzt drauf geklickt oder was? Ja, wie auch immer, der schützt weiter Quintana. So, und jetzt pushen wir mal hier den Berg hoch. Es sind noch 2 Kilometer bis ins Ziel. Das ist der Abschnitt mit über 10% Steigung. Steil bergauf, das kostet. Puh. Simon Gerrans zieht davon. Ja, das Problem ist, fährt er jetzt einen Angriff? Also das heißt, kriegen wir den wieder gestellt, weil der einen Angriff fährt, oder
fährt da wirklich so da vorne davon. Nibali, Valverde, Quintana fällt irgendwie zurück. So, Valverde fängt an zu sprinten. Einzelsieg für Quintana Sandberg. Fängt an zu sprinten, ja super. Wir sind Dritter geworden. Auch die Fahrer im hinteren Teil des Feldes bisschen haben zu spät gesprintet. Ich bin noch an der Feinabstimmung. Ich krieg das alles noch nicht so hin. Ich habe jahrelang nicht ein komplettes... Ich habe letztes Jahr komplett nicht einmal das Team gesteuert. Ich habe letztes Jahr komplett nur einen Fahrer gesteuert. Und das war vielleicht ein kleiner Fehler, den wir hier gemacht haben. Aber immerhin, weil wir hatten Dritter geworden. Also ich meine, da... Schlecht war es nicht. Und Quintana ist da vorne dabei. Das ist auch wichtig, ja. Weil die anderen, die haben Zeit verloren. Bin ich fest von überzeugt. So, wir kommen alle zeitgleich rein und ab Platz 32 ist schon Zeitverlust. So. Wir haben es gewinnt vor Alberto Contador. Dann sind wir mit Valverde direkt hinten dran. Nibali, alle sind da vorne mit dabei. Quintana ist zeitgleich mit denen reingekommen. Ich würde sagen, das macht doch für den Gesamtschnitt Platz 14, Platz 13 und Platz 3. Ist doch gar nicht mal so verkehrt. Auf der zweiten Etappe. Haben wir uns doch schon ganz gut positioniert. Contador natürlich auch einer von denen, die in großer Konkurrenz sind von Quintana. Die haben sogar annähernd die gleichen Werte, wenn ich das hier so sehe. Also, wird doch noch spannend. Sind nicht alle raus, die gegen uns fahren. Und die dritte Etappe gibt wieder eine reine Sprint-Etappe. Und da haben wir als Favoriten wieder die Sprinter. Christoph, Cavendish, Steenkolb, Greipel. Ja, da werden wir vielleicht diesmal gar nicht mitfahren. Ist mir ehrlich gesagt langsam ein bisschen anstrengend, die Sprinter da in Position zu bringen. Müssen wir mal schauen, was sich ergibt. Ich sage auf jeden Fall erstmal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Nick frei zockt. Tour de France 2016 im Radsportmanager 2016 als Special für die Tour de France, die aktuell im Fernsehen läuft. Ich bin raus, ich sag danke fürs Zuschauen, noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos, macht's gut, bis zum nächsten Mal, bye bye.